Yusuf A. kommt auf freien Fuß. Das hat sein Anwalt bestätigt. Sein Mandant habe ohne jeden Tatverdacht mehr als 3 Wochen in Untersuchungshaft verbringen müssen. Er bestreitet jede Tatbeteiligung. Ein Zeuge, der das Tatgeschehen unmittelbar beobachtet und seine Aussage bei der Polizei zu Protokoll gegeben habe, hatte dies dem NDR gegenüber bestätigt. Wegen des Tötungsdelikts an Daniel H. sitzt derzeit noch ein mutmaßlich aus Syrien stammender Verdächtiger in U-Haft. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird international gefahndet. Nach der Tötung des Deutsch-Kubaners Daniel H. am 26. August war es in Chemnitz zu Demonstrationen und Aufmärschen rechter Gruppen gekommen.